Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feines Grill Barbecue. Heute gibt es den Klassiker schlechthin und zwar ein Nackensteak Mexiko. Und zwar in der Variante, wie die wirklich geil schmeckt. Und wie man das macht, zeige ich gleich. Viel Spaß dabei. Das Geheimnis von Mexiko Nackensteaks liegt ja nicht so sehr im Fleisch, weil das ist Schweinenacken, den kennt man, sondern der liegt in der Marinade. Und da gibt es eine relativ einfache, coole Nummer, die super lecker funktioniert und die ohne Tütchen auskommt. Also ich bin ein großer Freund davon, so mit vielen Gewürz- und Würzmischung zu arbeiten. Das machen wir heute nicht, weil manchmal hat man keine da und deshalb hilft es euch weiter, wenn ihr so Paprikas da habt. Und zwar zwei Paprikas, die können schon so ein bisschen überreif sein. Wichtig ist nur, dass da aus den Paprikas hier drin diese, wie nennt man die, Plazenta nennt sich das, nämlich tatsächlich dieses weiße Zeug und die Kerne alle entfernst, weil das ist nämlich relativ bitter, wenn das nachher in der Marinade kommt, deshalb mach das vorher raus. Dann nimmst du noch eine Zwiebel, die hackst du mal grob klein. Dann hast du noch vier Blätter Basilikum, hier eine Tomate, da hast du das ganze Gelasch da in der Mitte rausgeholt schon, dass du praktisch bloß noch schön das Fruchtfleisch hast. Wir Männer mögen ja Fleisch, ist aber Fruchtfleisch. Und hier eine Knoblauchzehe, 1,5 Teelöffel grobes Meersalz. 1 Teelöffel Pfeffer, da ich jetzt meine wilde 13 Pfeffermischung, könnt ihr aber schwarzen Pfeffer nehmen, wozu du gerade lustig hast. Nimm dann nicht den ganzen Billion, weil der ist meistens so, na, eher Staub als Pfeffer, da schmeckt so eine Strauß. Also wenn du irgendeinen schön hast, kannst du den genauso nehmen. Dann habe ich noch 4 Zehe Pflanzenöl und natürlich 1,5 Kilo wunderschönen Schweinenacken. Das ist natürlich rotzfreche Logen, ist Schweinenacken, also normaler Schweinenacken, den man halt so hat. Dann habe ich noch so einen Mixbecher vom Staubsaugerhersteller deiner Wahl. Habe ich noch eine Schüssel und wie wollen wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. Das erste, was wir machen, ist, wir machen uns unsere Marinade und dann tun wir einfach alle Zutaten, die wir haben, natürlich nicht das Fleisch, in diesen Mixpot hier rein. Zack, Öl drüber, 1,5 Teelöffel Salz dazu und natürlich ordentlich Portion Pfeffer. Ja, so sieht es jetzt aus und wir schicken jetzt einfach mal eine Runde Karussell fahren und dann sollte die Marinade fertig sein. So sieht es aus, also riecht doch richtig gut. Ich habe schon gekostet, aber ich koste gerne nochmal. Zack, hier. Super lecker fruchtig mit einer gewissen Schärfe. Wenn ihr noch schärfer haben wollt, dann püriert ihr einfach eine Chili mit oder macht ein bisschen Tabasco-Soße ran, ein bisschen Cayennepfeffer dazu. Einfach, wenn ihr dazu mehr Lust habt. Wir essen ganz gerne mit unseren Kindern zusammen und naja, da ist es nicht so cool, wenn das zu scharf wird. Aber wie gesagt, die Option bleibt euch ja jederzeit unbenommen. Dann nehmen wir uns unser Fleisch und schneiden in Steaks und ich würde sagen, so 1,5 cm stark reicht da vollkommen aus. Wichtig ist nur, dass du ein scharfes Messer hast, das durchschneidet und das nicht so kaputt säbelst. Ich würde sagen, scharf ist das Messer. Und die restlichen Dinge, den drücken wir flach und dann sind die schon mal so fast fertig. Bis auf natürlich, wir machen einen Schluck hiervon von unserer Marinade in die Schüssel, legen Stücke Fleisch drauf, kippen wieder ein Stück Marinade drauf, legen unser Fleisch dazu. Wieder ein Schluck Marinade, unser Fleisch drauf und immer so weiter. Ich gehe jetzt nochmal durch, da ziehe ich mir so Handschuhe an. Also viele fragen sich, warum so Handschuhe, aber ich finde die Marinade dann sehr unangenehm, deshalb macht so ein Handschuh durchaus Sinn. Mischen wir jetzt immer durch. Jetzt hast du entweder die Wahl, das für 6 Stunden irgendwo zur Seite zu stellen oder tatsächlich so 3-4 Minuten mal richtig durchzukneten. Und ich nehme die Variante, dass ich es einfach 3-4 Minuten durchknete. Wenn unser Fleisch jetzt schön durchgezogen ist, können wir anfangen zu grillen. Da habe ich den Grill an dem Stelle den Breuking Imperial 96 XL. Ja, Riesengerät. Ist aber auch riesen heiß, deshalb kannst du den nicht auf Vollbetrieb machen, sondern machst du immer so ein bisschen mehr als die Hälfte, weil sonst hast du gleich schwarze Streifen drin. Also jedenfalls zeigt ihn so Feuerheiz. Und dann ziehen wir hier am Rand so ein bisschen die grobe Marinade ab und legen die mittig auf Rost. Und wenn du siehst, wie viel Marinade hier drin noch übergeblieben ist, klar, ein bisschen was hängt am Fleisch dran, aber der Großteil der Flüssigkeit ist tatsächlich ins Fleisch eingezogen. Und da soll es ja auch hin und schön den Geschmack da abgeben. Und hier den Grill schon mal schön an, gefällt mir sehr gut. Und nach ungefähr einer Minute drehen wir das erste Mal. Minute ist rum. Jetzt drehen wir mal die nächste Umdrehung rum. Also das war jetzt von jeder Seite so dreimal drehen. Und immer kurz mal richtig Luft drin lassen, dass es halt richtig schön Bräune von allen Seiten hat, so wie so ein Nackensteak halt sein muss. Meine Frau fragt heute nicht, ob es auf dem Kugelgrill geht, aber was soll ich dazu sagen? Das ist halt die Richtqualität auf jedem Grill. Und da ist bei so einem Nackensteak, muss man also heute einen großen Hokuspokus drum machen. Wir haben eine schöne, coole Marinade, die sehr frisch ist. Und wir haben einen Grill, der relativ gut Bums hat. Und da grillen wir die von allen Seiten so schön an, dass die uns von außen gefallen. Und
Ganz ehrlich, wenn so ein Nackensteak von der Dicke, wie wir die haben, wenn der von außen gut aussieht, dann ist der auch innen gut. Und da brauchst du keinen Hokuspokus machen mit Kerntemperatur messen oder irgendwas. Die drehst du einfach so lange, bis sie hübsch sind. Also ich finde, das sieht sehr ansprechend aus und deshalb können die Freunde auch runter. Herrlich. Oh. Angucken ist natürlich eins, kostet ist ein anderes und dann schnappen wir uns mal so einen Freund hier. Und machen wir, ihr konnten Mittelschnitt, eins. Zack hier, ah, reißt jetzt schon fast auseinander. Ist nicht schlimm, da ist unser Freund. Und der ist heiß und ich sag trotzdem, rinn in die hohle Birne. Kräftig. Paprika ist da, also die Süße mit Fruchtig davon. Du hast überhaupt nichts Bitteres, was man manchmal so bei diesem voreingelegten Tex-Mex-Steak hat. Ist nichts davon, ist da. Ist schön, läuft im Mund gleichzeitig. Schön im Mund gleichmäßig, das Aroma verteilt. Saftig. Und schmeckt auch jetzt nicht nach Gemüsetunk oder so, sondern so, wie man sich so ein Nackensteak halt so Mexiko vorstellt. Super lecker und vor allem kindertauglich. Mega. Ja, was kann ich euch dazu sagen? Also, Rezept ist ja super einfach, im Prinzip fast aus Resten aus dem Kühlschrank zu machen. Also meistens muss man ja nicht extra losfahren, um das zu machen. Und ich kann euch nur so raten, macht das nach. Schmeißt eure Grills an, egal ob Holzkohle, ob Gas, was auch immer. Und habt eine gute Zeit am Grill und lasst das fertig mariniertes Zeug einfach mal liegen. Ja, ansonsten folge ich mir noch nach oben. Den ein oder anderen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen-Barbecue. Macht's gut.